Die Abendvisite ist Business TV in Kooperation mit dem Klinikum Ingolstadt, das Schwerpunktkrankenhaus der Region. Ich drücke, es schmerzt. Durch diesen Druck, sagen wir mal, fühle ich mich stabiler. Also ich knicke auch manchmal sonst tagsüber ein. Ich habe seit vielen Jahren, bestimmt schon seit 10 Jahren, immer wieder mal Ziehen in meiner Hüfte gehabt. Und ins Bein runter mit Kribbeln und ja, Missempfindungen, sage ich jetzt mal einfach. Und natürlich rausgeschoben, zum Krankengymnasten gegangen, den normalen Weg. Es wurde nicht besser und wurde nicht besser. Ich habe vor 2 Jahren dann ordentlich Schmerzmittel nehmen müssen. Und vor etwa einem Dreivierteljahr knickte ich plötzlich mit meiner Hüfte ein, was mir ganz unbekannt vorkam, außerhalb der Schmerzen, und habe zu meinem Mann gesagt, ich muss unbedingt zum Röntgen. Ja, und beim Röntgen hat sich dann sehr schnell entschieden, dass etwas an dieser Hüfte ist und dass es recht bald gemacht werden muss. Gisela Thierfelder ist 72 Jahre alt. In 1,5 Wochen wird sie in einer rund 90-minütigen Operation ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Heute ist sie zu einer letzten Untersuchung und zur OP-Vorbereitung im Klinikum bei Dr. Markus Peierl. Der Orthopäde hat die ehemalige Arzthelferin in seiner Sprechstunde kennengelernt und bereits gründlich voruntersucht. Es ist eine Patientin, die einfach eine ganz normale primäre Arthrose hatte. Das heißt einfach eine verschleißbedingte Arthrose, die heutzutage sehr viele Menschen trifft. Es werden ungefähr 300.000 künstliche Hüftgelenke pro Jahr in Deutschland implantiert. Und diese Erkrankung hat einfach etwas mit Verschleiß zu tun. Die Verschleißerscheinungen entstehen aufgrund unterschiedlicher Ursachen, die man noch nicht ganz nachvollziehen konnte. Sie gehören aber in den Bereich der chronisch degenerativen Erkrankungen. Die Pfanne und der Hüftkopf sind beide verbraucht. Da ist keine Schicht mehr dazwischen, keine Pufferschicht. Und da entstehen ständig Reibungen und die erzeugen dann die Schmerzen beim Gehen. Schmerzen, die Gisela Thierfelder nur aushalten kann, wenn sie rund um die Uhr starke Schmerzmittel einnimmt. Dass sich die Knorpel zwischen Hüfte und Oberschenkelknochen abnutzen und dann Knochen auf Knochen reibt, kann unterschiedliche Ursachen haben. Die Hüftarthrose kann einerseits primär auftreten, also ohne große Vorerkrankung, einfach bedingt durch einen Verschleiß. Das nennt man eine chronisch degenerative Erkrankung. Oder eben im Vorfeld, wenn eine Vorerkrankung da war, wie zum Beispiel eine Verletzung, rheumatologische Erkrankungen, eventuell auch mal Infektionen an dem Gelenk oder durch Blutungsstörungen, die dann dazu führen, dass der Hüftkopf oder zumindest einer der Gelenkpartner geschädigt ist. Und wenn einer der Gelenkpartner geschädigt wurde, dann geht das Gelenk gerne mal zugrunde. Und dann, wenn es zugrunde geht, dann funktioniert es nicht mehr, macht eben Beschwerden. Und wenn es sehr fortgeschritten ist, dann lässt sich das Gelenk auch durch andere Therapiemaßnahmen eigentlich nicht mehr verbessern. Und deswegen kommt dann das künstliche Hüftgelenk ins Spiel. Und durch den Ersatz des Hüftgelenks kann man dem Patienten die Beschwerden, die durch die verschiedenen Erkrankungen ausgelöst werden, eben dann nehmen, sodass er sein Gelenk wieder normal benutzen kann. Was sich aus dem Mund des Orthopäden so theoretisch und technisch anhört, hat auf Gisela Thierfelders Leben massive Auswirkungen. Die rüstige Dame ist es eigentlich gewohnt, sich regelmäßig zu bewegen und aktiv zu sein. Das geht jedoch nicht mehr. Also ich gehe gerne in Rückengymnastik, in Sport. Ich laufe auch sehr gerne. Was ich jetzt nicht mehr machen kann, ist natürlich 2 Kilometer oder sehr eingeschränkt 2 Kilometer gehen. Ich wache nachts mehrmals auf, bewege meine Beine, schaue, ob sie überhaupt noch da sind.
stehe früh morgens gekrümmt auf und gehe mich ein. Das heißt, ich brauche zwischen einer halben und einer Stunde, bis ich dann wieder gerade gehen kann. Gerade so wie jetzt. Schon die körperliche Untersuchung der Patientin gibt dem Orthopäden deutliche Hinweise auf die Gelenkserkrankung. Die klinische Untersuchung bezieht sich beim Hüftgelenk eigentlich auf die Beweglichkeit der Hüfte und auf die Bewegungssituationen, wo das Hüftgelenk eben Beschwerden verursacht. Das ist vor allem bei der Hüftarthrose die Innen- und Außenrotation, also Rotationsbewegungen. Was aber auch noch beachtet wird, ist, kann der Schmerz eventuell von der Lendenwirbelsäule verursacht sein, weil die Lendenwirbelsäule eben auch Beschwerden machen kann, die sich in die Hüfte projizieren. Und diese Beschwerden muss man natürlich abgrenzen von einer Hüftgelenkserkrankung. Des Weiteren guckt man natürlich auch, ob andere Erkrankungen eine Rolle spielen könnten, wie Durchblutungsstörungen, Infektionen oder einfach funktionelle Beschwerden, die oft mit dem Gelenk gar nichts zu tun haben, die eher muskulärer Natur sind. Auch das kann man im Rahmen der klinischen Untersuchung herausfinden. Das macht man, indem man das Hüftgelenk durchbewegt und dann schaut, ob einige Tests positiv oder negativ sind. Mit einem Kriterium, ob eine Hüftarthrose vorliegt, ist, dass das Bein auf der betroffenen Seite etwas kürzer wird, weil ja im Endeffekt durch den Verlust des Gelenkspalts natürlich das Bein dann etwas nach oben rutscht und somit das Bein funktionell dann kürzer ist und auch klinisch kann man das erkennen. Zur OP-Vorbereitung gehört neben dem Gespräch mit dem Operateur auch der Besuch beim Anästhesisten und eine Blutentnahme. Das Einsetzen der Prothese in den Hüftknochen und den Oberschenkelknochen ist ein großer Eingriff, der unter Vollnarkose geschieht. Damit das neue Hüftgelenk auch wirklich passt, ist vor der Operation eine akribische Planung notwendig. Das geschieht mit einem Röntgenbild. Damit auch die Maße genau stimmen, ist eine Skalierungshilfe mit aufgenommen. Wir sehen hier ein präoperatives Röntgenbild. Das nennt man eine tiefe eingestellte Beckenübersicht. Auf diesem Bild sieht man also abgebildet das Becken, die unteren Anteile der Lendenwirbelsäule und natürlich die beiden Hüftgelenke. Und was man jetzt an diesem Bild also eindeutig sehen kann, sind die arthrotisch veränderten Gelenke. Rechts ist es ein bisschen ausgeprägter als links, aber beide Gelenke sind betroffen. Und es gibt radiologisch typische Zeichen, die die Arthrose beschreiben. Das ist einerseits der Anbau von Verknöcherungen, das nennt sich Osteophyten. Dann der Verlust des Gelenkspalts, das kann man eigentlich erkennen, dass hier der Spalt zwischen Hüftkopf und Pfanne eigentlich weg ist. Dann diese weiße Verfärbung, das nennt man eine Verdichtung, das ist die subskondrale Sklerose und auch die Entrundung des Gelenkpartners, das heißt, dieser Hüftkopf ist eigentlich nicht mehr schön rund, wie er sich gehört. Das sind klassische, typische Arthrosestadien. Das wäre eine Arthrose radiologisch Stadium 4 bei einer Stadioneinteilung von 1 bis 4. Hier sieht man jetzt die Prothesenplanung. Die Prothesenplanung ist dazu da, um Patienten individuell wieder die Anatomie so herzustellen, dass es A zur Gegenseite passt. Hier muss man ein bisschen berechnen, wie es in der Zukunft sein wird, weil wir wahrscheinlich die linke Hüfte auch angehen müssen. So müssen wir also eine Prothesenplanung machen, die die Anatomie so rekonstruiert, dass der Patient auch von der Muskulatur wenig Beschwerden hat. Und man sieht also hier die eingebrachte Hüftpfanne und den eingebrachten Schaft und die bemessenen Abstände auch im Vergleich zur Gegenseite, um dann auch intraoperativ, können wir das nämlich auch alles messen, um dann die intraoperativen Messungen mit den Messungen, die wir am Röntgenbild gemacht haben, abzugleichen. Ich wollte zuerst diese OP verschieben, wegen eines Urlaubs mit meinem Mann. Und dann waren die Schmerzen doch so heftig, dass ich den Ersttermin, der am 18.05. jetzt ist, dass ich den doch wieder eingefordert habe. Und jetzt habe ich ihn und bin sehr froh, dass ich den habe. Es ist der Morgen der Operation. Gisela Tierfelder ist seit knapp einer Stunde im Klinikum. Sie steht als erste Patientin auf dem Plan. Als der Orthopäde mit einem Filzstift das betroffene Bein markiert, wird es wirklich ernst für die 72-Jährige. Hoffentlich schneidet das nicht ab. Ja, ich habe schon Herzflattern. Wenig geschlafen, macht nichts, passt schon. Ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich bin froh, wenn es hinter mir ist.
Am Anfang denkt man sich nicht, schiebt weg, ach, ist ja erst in 4 Wochen oder in 3 Wochen, 2 Wochen. Und jetzt so gegen Schluss, na, 1 Tag, 2 Tage, aber die Schmerzen sind fast unerträglich geworden. Ich durfte ja auch 2 Tage jetzt keine Medikamente nehmen vor der OP. Da ist man dann froh, wenn endlich der Termin da ist. In dem anderen Raum und Wenige Augenblicke später ist bereits der Patientenbegleitdienst da, der Gisela Tierfelder zur OP-Schleuse fahren wird. Station 62 und der OP-Trakt des Klinikums liegen auf der gleichen Etage. Deshalb dauert der Weg dorthin auch nur ein paar Minuten. Alles weißt du, gut. Drauf, Sie oder? Wünschen mir alles Gute, dann müssen Sie doch mal da. Ja, ja. Okay. Bis später, gell? Könnt ihr. Ja, später, ich komme abholen dann. Ich denke, ich werde dann einschlafen und dann ist vorbei. Schlafen ist was Schönes. In einem Vorbereitungsraum bekommt die Patientin eine Kanüle in die Vene, über die ihr der Anästhesist Infusionen und Medikamente verabreichen kann. Beim Einsetzen des Hüftgelenks ist es wichtig, dass die Muskeln mit einem Medikament entspannt werden, damit die Orthopäden das Gelenk gut erreichen können. Gisela Tierfelder wird außerdem an verschiedene Geräte angeschlossen, die ihre Lebensfunktionen während des Eingriffs überwachen. Als sie eine Viertelstunde später in den Saal geschoben wird, liegt sie bereits in Narkose. Eine spezielle Vorrichtung hilft den Orthopäden beim exakten Einsetzen des künstlichen Gelenks. Und nach außen zu drehen. Früher hat man solche Operationen gemacht und der Assistent hat das Bein gehalten. Aber das ist natürlich zu schwer, um es zu halten. Und dieses Gerät ermöglicht uns natürlich, das Bein immer schön ruhig zu positionieren und vor allem sicher und fest zu positionieren, sodass dann im Endeffekt keine Wackelbewegungen sind, während wir die Prothese einbauen. Das fördert den sichereren Einbau. Also dadurch wird die ganze Operation sicherer. Und durch diese OP-Technik ist es eben möglich, den Oberschenkel so weit aus der Wunde herauszubekommen, dass wir gut rankommen, weil da doch eine ziemliche Distanz ist zwischen Hautniveau und eigentlich dem Niveau, wo wir den Hüftschaft einbringen müssen. Und das gelingt eben nur, wenn man das Bein extrem absenkt und außen dreht. Und das kann ein Assistent eigentlich nicht halten, weil der müsste ja am Boden stehen oder am Boden sitzen. Das geht also nicht und deswegen haben wir da diesen Hüftextensionstisch, nennt sich das. Unmittelbar vor dem Eingriff verschafft sich Dr. Payal noch einmal einen genauen Überblick über die anatomischen Verhältnisse und die Lage der Knochen, zu denen er sich durch Haut, Nerven, Blutgefäße, Bindegewebe und Muskeln einen Weg bahnen wird. Es gibt verschiedene Zugangswege zum Hüftgelenk. Man kann natürlich von vorne an die Hüfte heran, man kann von hinten an die Hüfte heran oder von der Seite. Ich glaube, der wesentliche Punkt, welchen Zugang man wählt, ist, wie vertraut der Chirurg mit dem Zugang ist und ob er den gut kann. Das ist für mich das entscheidende Kriterium, welchen Zugang man wählt, weil man muss einfach sicher sein. Es soll nichts passieren. Das ist die oberste Doktrin bei der Endoprothetik. Der Zugang, den wir bei der Frau Tierfelder verwendet haben, ist ein ventraler Zugang, also das heißt ein vorderer Zugang. Der Vorteil dieses Zugangs ist, dass man versucht, zwischen Muskeln hindurch, also Muskellücken, die schon anatomisch bestehen, hindurch auf den vorderen Anteil der Hüfte zu kommen und dann einfach die Hüfte von vorne zu operieren, ohne dass man einen Muskel abtrennt. Wie bei jeder Operation desinfiziert das Team den Bereich des Eingriffs gründlich und großflächig. Danach wird die Patientin steril abgedeckt, um die Infektionsgefahr im Knochen möglichst gering zu halten. Vor dem ersten Schnitt erfolgt routinemäßig das sogenannte Team-Timeout. Gut, Timeout. Hier ist die Frau Tierfelder. Ja. Hüfte auf der rechten Seite. Ja. Allergien hat sie keine. Nee. Antibiose hat sie bekommen, Antibiose hat sie bekommen. Dann die Darmsäure hat sie. In der nächsten Folge der Abendvisite zeigen wir Ihnen die Operation und begleiten Gisela Tierfelder bei den ersten Schritten mit dem neuen Hüftgelenk.